Brighton Marina, Brighton Marina. This is sailing vessel Serenity on channel 80. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal nehmen wir euch mit auf die Nordsee und auf den Atlantik. Und zwar haben wir, der Marc und ich, den Auftrag von Eignern, ihr Schiff Richtung Portugal zu bringen. Und wir sind jetzt gerade losgefahren auf die Nordsee, durch die Schleuse, und jetzt sind wir hier noch in einem relativ engen Fahrwasser. Das heißt, wir sind unter Motor, und sobald wir da mal raus sind, werden Segel gesetzt. Während wir noch so dahin motoren, gibt es erstmal was zu essen. Schließlich hilft ein voller Magen gegen Seekrankheit. Ich fühle mich ertappt. Für etwa 10 Meilen zieht sich das schmale Fahrwasser durchs Wattenmeer. Hier lieber kein Autopilot, denn es wird sehr schnell sehr flach. Doch dann sind wir endlich in tieferem Wasser und können Segel setzen. Wir lieben beide den Moment, wenn der Motor aus ist und es plötzlich still ist. Aber welcher Segler tut das nicht? Etwa 250 Seemeilen nonstop liegen vor uns. Wir wollen vom Norden der Niederlande direkt nach Dover. So zumindest unser ursprünglicher Plan. Es kommt dann ganz anders. Das Wetter meint es gut mit uns. 10 Knoten Wind und ziemlich ruhiges Wasser. Und dennoch. Ja, es ist der erste Tag und da habe ich immer so ein bisschen Seekrankheit. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber ich merke halt irgendwie im Magen, es ist halt alles ein bisschen flau und dann kriegt man so Kopfschmerzen und naja, morgen ist das dann bestimmt wieder besser. Ja, die liebe Seekrankheit. Ich weiß, ab dem 3. Tag ist es durch. Und Fische füttern ist mir auch erst einmal in meinem Leben passiert, also sollte ich mich wohl nicht beklagen. Marc trifft es leider auch so ein bisschen. Wir sind da beide nicht immun gegen. Die Welle nimmt langsam ein bisschen zu und die untergehende Sonne bringt ungemütlich kalte Temperaturen mit sich. Und das im Juni. Der Wind dreht und kommt jetzt vorlicher. Dazu kommt, dass wir etwa ab Terschelling unseren Kurs anpassen von West auf Südwest. So, es ist jetzt 3 Uhr morgens, wir sind jetzt seit 15 Stunden unterwegs und haben jetzt gerade den Punkt erreicht, wo wir sozusagen rechts abbiegen müssen und einmal quer durchs Verkehrstrennungsgebiet. Und sowas ist immer lustig. Leider mussten wir jetzt gerade die Segel reinnehmen und den Motor anmachen, um das Verkehrstrennungsgebiet zu kreuzen. Weil nämlich der Wind genau aus 90 Grad zum Verkehrstrennungsgebiet kam. Und das geht dann natürlich nicht. Ja, dementsprechend ist es hier jetzt an Bord gerade etwas ungemütlich. Die Kreuzung des 10 Meilen breiten VTGs dauert etwa 2,5 Stunden. Als wir durch sind, ist die Nacht vorbei. Wir können wieder Kurs auf 220 Grad nehmen. Wir haben großes Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint, kein Regen, nicht zu viel Wind. Wir haben halben Wind mit ca. 10 Knoten und fahren dabei locker 6 Knoten durchs Wasser. Und das, obwohl wir nicht wirklich gut getrimmt haben. Die Lethargie der immer noch anhaltenden leichten Seekrankheit hindert uns daran, nochmal einen halben Knoten rauszuholen. Doch trotz leicht kodderigem Gefühl können wir den Tag genießen. Gegen Nachmittag wird es dann besser. Irgendwann reicht es dann sogar, um sich mal um die Basics der Körperhygiene zu kümmern. Am Abend schläft der Wind ein, die Segel holen wir rein und motoren durch das 2. Verkehrstrennungsgebiet, was wir auf dieser Passage zu kreuzen haben. Und das läutet die 2. Nacht ein. So, es ist jetzt 5:45. Ich habe bis gerade geschlafen. Hatte um 3, glaube ich, den Marc geweckt, dass ich mal ins Bett kann. Und ja, jetzt legt er sich nochmal hin. Und jetzt dauert es aber auch gar nicht mehr lange. Ich muss aber mal gucken, wie viele Meilen es noch sind. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich schon bald in Dover. Lang geht's nicht mehr. Die niederländische Gastlandflagge kommt runter und die englische geht rauf, zusammen mit der Kuhflagge. Schließlich muss seit dem Brexit hier richtig einklariert werden. Erzähl doch mal, wie fandst du die letzten 2 Tage auf See? Ja, schön, zu Beginn ein bisschen seekrank, aber irgendwann wurde es dann besser. Vom Segeln her eigentlich ganz okay, unspektakulär, aber durch das auch nicht zu wild, das war auch gut. Ein bisschen frisch in der Nacht, aber es ging eigentlich. Ja, ganz schön. Die Klippen von Dover kommen zum Vorschein. Der Wind hat wieder ein bisschen aufgefrischt und kommt jetzt schön Raumschutz. Marie hatte den Eignern mitgeteilt, was alles an Bord sein muss für die Überführung. Dazu gehörte auch gutes Werkzeug, das sich nun gleich bewährt. Das Großsegel hat sich nämlich unten aus der Rollvorrichtung gelöst. Leicht repariert, wenn es so wenig Welle hat. Unser Plan wäre eigentlich gewesen, in Dover unseren ersten Halt zu machen, aber da waren wir dann heute Morgen so um 6, halb 7 und haben gedacht, naja, es ist doch eigentlich Ostwind, vielleicht sollten wir das nutzen. Und deshalb haben wir uns kurzerhand entschieden, Dover einfach rechts liegen zu lassen und wir sind jetzt auf dem Weg nach Brighton. Marc studiert die Informationen über Brighton im Reed's Nautical Almanac. Der Wind ist mittlerweile so weit eingeschlafen, dass wir nicht mal mehr 4 Knoten Fahrt machen. Zudem kommt der Wind von Achtern und ohne Spielbaum können wir die Genua nicht ausbauen. Wäre ja alles kein Problem, doch wir müssen Brighton in den Stunden um Hochwasser anlaufen, da wir sonst Schwierigkeiten mit dem Tiefgang bekommen. Wir lassen also den Motor mitlaufen. Die Genua ist eingerollt, das Großsegel ausgerollt und der Baum mit einem provisorischen Bullenstander gesichert. Und so fahren wir flink auf Beachy Head bei Eastbourne zu. Beachy Head ist mit 162 Metern über Meer der höchste Kreidefelsen Großbritanniens. Markant ist auch der 43 Meter hohe Leuchtturm, der 1902 im Meer errichtet wurde und dessen Leuchtfeuer auf 26 Seemeilen sichtbar ist. Dahinter folgen weitere, nicht ganz so hohe Kreidefelsen, die Seven Sisters. Wer auch so ein Harry Potter-Fan ist wie ich, dem wird auffallen, dass hier bei den Seven Sisters die Szene von Harry Potter und der Feuerkelch gefilmt wurde, wo Harry und die Weasleys zum Quidditch World Cup mit einem Portschlüssel reisen. Und kurz dahinter ist der Strandabschnitt mit der steilen Treppe, wo die Folge Mr. Bean gedreht wurde, in der Mr. Bean versucht, seine Badehose anzuziehen, ohne dass jemand irgendwas sieht. Ihr wisst, welche ich meine. Das konnten wir aber nicht filmen, weil es zu schlecht zu sehen war. Und dann kommt auch Brighton immer näher. Brighton Marina, this is sailing vessel Serenity on Channel 80. If you call in Brighton Marina, go ahead. Hi Brighton Marina, this is sailing vessel Serenity. We're about 1.5 miles in front of the marina and we'd like to request a berth for 1 or maybe 2 nights. The boat is 40 feet long and we have a draft of 1 meter and 92 centimeters. So around the safe Marina, if you stand by, or have you booked in? Over. We haven't. I spoke to your colleague on the phone this morning and he said it probably wouldn't be a problem to get a place for a couple of nights. Yeah, if you stand by, I'll come up with a berth for you. If you stand by on channel 80. Serenity standing by, thank you. Der nette Hafenmeister funkt später zurück und teilt uns einen Liegeplatz im tiefen Teil des Hafens zu. Alle Leinen und Pfänder sind parat und wir fahren Richtung Mole. Da es hier immer wieder zu Versandungen der Einfahrt kommt, soll man sich möglichst weit an der Mole halten. Nach Steuerbord hin wird es flach. Brighton Marina ist der größte Sportboothafen im Land mit über 1300 Liegeplätzen. Das Tolle an englischen Häfen ist, dass die Hafenmeister immer über Funk erreichbar sind, oft 24/7, und einem direkt einen Liegeplatz zuteilen und einem auch noch sagen, auf welcher Seite die Fender zu hängen haben. Luxus, oder? Während ich die Leinen mache, legt Marie an, und so sind wir nach 2,5 Tagen auf See endlich wieder an Land. Stoppe. Sehr schön. Seitdem jetzt England natürlich nicht mehr in der EU ist, sind die Einwanderungs- oder die Immigration-Regeln ja anders und Customs und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt eben telefoniert mit der Yacht-Hotline, irgendwas, und da erstmal die Daten durchgegeben. Also für Customs sind wir jetzt sozusagen durch. Bei Immigration ist noch so ein Thema, da muss man jetzt noch so ein spezielles Excel ausfüllen und das dahin schicken. Und man darf auch erst von Bord, wenn die Immigration Officers ihr okay gegeben haben. Und der nette Herr am Telefon hat aber gesagt, er weiß nicht, wie lange das dauert. Die haben immer sehr viel zu tun. Aber wenn ich in 24 Stunden noch nichts gehört habe, naja, dann soll ich mich nochmal melden. Ich hoffe natürlich, dass es schneller geht, dass wir auch noch ein bisschen was hier von Brighton sehen, bevor wir dann weiter müssen. So. Mal sehen. Wir müssen uns noch im Hafenbüro anmelden. Also packen wir unsere Bootspapiere und persönlichen Papiere und tigern mal dorthin. Projektboot. So wie sich jetzt herausgestellt hat, war es eine sehr gute Entscheidung, dass wir nicht nach Dover gefahren sind. Und zwar haben uns hier unsere Stegnachbarn erzählt, dass in Dover eine neue Marina gebaut wurde. Das habe ich schon im Reeds gelesen, aber ich dachte, naja, ist ja super. Und scheinbar gibt es Probleme so ähnlich wie beim Flughafen Berlin. Nämlich die Marina ist zwar irgendwie fertig gebaut, aber wird nicht aufgemacht, und die alte Marina ist aber wohl auch nicht mehr zugänglich und ich habe sie zugemacht. Das heißt, man kann in Dover scheinbar im Moment gar nicht einlaufen, so wie ich das verstanden habe. Also von daher gute Entscheidung, dass wir weiter nach Brighton gefahren sind. Am nächsten Tag bekommen wir von der Border Patrol das Okay, dass wir runter vom Boot dürfen. Also weg mit der gelben Flagge. Und ja, so ein Tinengewässer ist schon ein bisschen was anderes als die Ostsee. Wir machen uns auf in die Stadt. Hierfür setzen wir uns in den Volks Electric Railway, der das Hafenareal bei Blackrock mit Brighton verbindet. Sie ist die älteste elektrische Bahn Englands und wurde 1883 eröffnet. Sie fährt auch heute noch in den Sommermonaten. Pflichtprogramm für jeden Brighton-Besuch. Übrigens war das nicht die einzige Bahn, die der gute Herr Volk in Brighton gebaut hat. Eine zweite war diese hier, die Brighton and Rottingdean Seashore Electric Railway, die auf langen Stelzen durchs Wasser fuhr, quasi eine Mischung aus Straßenbahn und Boot. Und nein, das ist kein Scherz, diese Bahn gab es wirklich. Die Bahn fuhr eine Strecke von 4,5 Kilometern ab. Das 45 Tonnen schwere bootsähnliche Gebilde wurde auf 7 Metern hohen Stelzen übers Meer gefahren, auf 2 parallel verlegten Gleisen. Nur eine Woche nach der Eröffnung 1896 wurde das Fahrzeug und ein Teil der Strecke in einem Sturm zerstört, dann aber wieder aufgebaut und neu eröffnet, aber 5 Jahre später war dann endgültig Schluss. Eine Eisenbahn gehört halt nicht ins Wasser. Doch auch heute sieht man noch Reste der Betonschwellen bei Niedrigwasser. Aber zurück zur Gegenwart. Angekommen auf der Brighton Pier erkunden wir das Wahrzeichen der Stadt. Die Pier ragt 525 Meter ins Meer hinaus und beherbergt heute einige Achterbahnen. Rund 137 Kilometer Holzplanken sind an der Pier verbaut. Jedes Jahr wird die Pier 3 Monate lang frisch lackiert. So lange dauert es, weil die Pier so lang ist. 67.000 Birnen erleuchten die Pier im Dunkeln. Und da hinten seht ihr noch die Überreste von einer zweiten Pier, die hier früher ebenfalls stand. Doch mehr haben wir jetzt mal genug gesehen. Zeit für ein bisschen Brighton. Unsere Erkundungstour startet beim Royal Pavilion, einer ehemaligen königlichen Residenz. Weiter geht es Richtung North Lane, ein hipper Stadtteil mit viel Kunst, Mikrobrauereien, veganem Essen, Vintage-Möbeln und Cafés, wo es nicht einfach Kaffee gibt, sondern Cold Brew, French Press, Slow Drip, Aeropress und vieles mehr. Und das bei schönstem Wetter. Brighton zeigt sich von der besten Seite und ist heute ein kleines Paradies am Meer mit mediterranem Flair. Kein Wunder also, dass die Londoner genau hier hinkommen, wenn sie mal raus wollen. Und auch wir genießen das jung gebliebene Kulturprogramm mit Kunst, Secondhand-Läden und wie gesagt etwas hippen Kaffee. Das ist schwer. Wow, krass, ja. Als Flohmarktfans sind wir hier übrigens tatsächlich im Paradies gelandet. Leider ist das Gepäck auf dem Rückweg beschränkt, aber ein paar Kassetten fürs alte Autoradio und einige Schallplatten dürfen trotzdem mit. Es gibt bestimmt hier Kassetten. Ja, das finden wir schon. Das ist ja geil. Was ist das? So, Grafdinge. Zum Abstellen, ne, oder? Ja, ich glaube zum Projizieren. Ach so. Na, hier gibt's ja alles. Das sind Verkehrsschilder und ach, alles. Shit. Und neue Shit. Ja. Ein Großteil der Farbe und Vielfalt, die Brighton ausmacht, kommt übrigens davon, dass Brighton schon seit dem 18. Jahrhundert Zufluchtsort für Nonkonformisten und all jene ist, die aus dem Alltag entfliehen wollen. So beheimatet Brighton eine große LGBTQ-Community, was sich klar im Stadtbild niederschlägt. Hier kann jeder so sein, wie er möchte. Ach, und das Essen ist ebenfalls fantastisch. Vergessen zu filmen, weil wir so schnell aufgegessen haben. Auch kulinarisch auf jeden Fall einen Halt wert. Zurück in der Marina bereiten wir uns auf die Weiterreise vor. Eigentlich wollten wir morgen Richtung Cowes starten. Das ist ja ein sehr bekannter Segelort und ich dachte, es wäre einfach schön, das auch nochmal zu sehen und vor allem den Markt zu zeigen, weil er das eben noch nicht kennt. Und jetzt ist aber gerade an diesem Wochenende natürlich in Cowes das Round the Island Race, wo 1000 Boote teilnehmen und die Häfen sind alle voll, da gibt es nichts mehr. Und jetzt haben wir stattdessen beschlossen, wir gehen nach Southampton. Und jetzt habe ich dort gerade Häfen abtelefoniert und konnte uns einen Platz sichern. Und ja, jetzt haben wir gerade noch ein bisschen geguckt im Reed's Nautical Almanac nach den Tiden. Und zwar ist es so, dass in Southampton um 20 Uhr abends Lokalzeit, also nicht UTC, sondern Lokalzeit, dann Highwater ist. Und dass wir also ungefähr um 18 Uhr oder so in den Solent einlaufen sollten, dass wir nicht Strömung gegen anhaben. Also das wäre so die ideale Zeit. Der Hafen macht aber um 19 Uhr zu, also ja, kommen wir zwar auch rein, wenn das Büro nicht offen ist, aber dann müssen wir vorher nochmal anrufen wegen dem Liegeplatz, weil wir noch keinen Liegeplatz zugeteilt bekommen haben. Und hier in Brighton ist morgens um 8:30 Uhr Lokalzeit Hochwasser und wir können etwa eine Stunde vorher oder 2 Stunden vorher hier ablegen und haben dann schon quasi keine Strömung gegen an mehr und danach kippt sie und bringt uns natürlich schneller Richtung Southampton. Und das heißt, ja, ich denke mal, wir werden den Wecker stellen, so auf 6 Uhr oder was, dass wir um 7 Uhr hier vielleicht die Leinen losmachen, dann sind wir um 7:30 aus dem Hafen, dann haben wir noch eine Stunde sozusagen Flut, dann kommt Hochwasser und dann beginnt Ebbe und trägt uns Richtung Southampton. So der Plan. Die Wetterdaten haben wir natürlich auch noch gecheckt. Ich benutze dafür SciGrip, das ist so eine Software, die lädt Grip-Files runter. Und ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel am Freitag mal, gucken, also das ist noch Freitag nachts um 3 UTC, 6 UTC, wir müssen ungefähr von hier dann einmal da den Solent hoch, Isle of Wight. Und das ist jetzt also 9 Uhr UTC. Man hat also schön Südwind, Südwest. Ich glaube, das wird echt ein ganz guter Trip morgen. Wir lassen den Abend im Hafen ausklingen und freuen uns nach 2 Tagen Brighton auf das nächste Abenteuer. Der Wecker klingelt früh am Morgen und wir verlassen unseren Liegeplatz zeitig. Sobald wir die Mole hinter uns gelassen haben, werden die Segel gesetzt. Bei der Windrichtung bietet es sich an, hoch am Wind an der Altstadt und der Pier vorbei zu segeln, um das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Doch auf diesem Kurs können wir nicht bleiben, der Wind kommt ziemlich genau daher, wo wir eigentlich hin möchten. Die Wende ist gefahren und jetzt heißt es erstmal Autopilot rein. Es ist doch etwas frisch und man sitzt angenehmer unter der Sprayhood. Heute fühlen wir uns ganz gut. Von Seekrankheit ist keine Spur mehr. Vor uns ein Segelboot mit schwarzen Segeln. Die sind sicher auf dem Weg nach Cowes für die Regatta morgen. Wir machen uns einen kleinen Spaß daraus zu gucken, ob wir genauso viel Höhe laufen können. Wir können. Als typische Segler von Langkielern ist das ein Gefühl, was wir eigentlich gar nicht kennen. So, wir sind jetzt gerade im Solent angekommen. Es sind noch ungefähr 15 Seemeilen bis Southampton und ja, es ist sehr viel los, sehr viele Segelboote, das ein oder andere Militärschiff, der ein oder andere fette Tanker. Es bleibt also spannend. Hier ist also ein guter Ort, um das eigene Wissen der Kollisionsverhütungsregeln auf die Probe zu stellen. Als wir schon fast in Southampton sind, kommt uns die riesige Enchanted Princess entgegen. Ein Kreuzfahrtschiff, das vor einem Jahr seine Jungfernfahrt unternommen hat, 330 Meter lang und Platz für 5800 Personen an Bord. Wäre nicht unsere Art von Urlaub, aber jedem das seine. Southampton ist ein großer Hub für Kreuzfahrtschiffe. Übrigens startete von hier aus die Titanic vor 110 Jahren auf ihre erste und letzte Fahrt. Die Tonkay Marina kommt näher. Um 4:30 machen wir mit starkem Seitenwind fest. Puh, das war's für heute. Raus aus dem Ölzeug und rein in die Stadt. Wir bummeln ein bisschen durch die Läden, natürlich auch Plattenläden, besuchen diverse Parks und unter anderem dieses Mahnmal, das als Erinnerung an die 34 ums Leben gekommenen Ingenieure und Techniker auf der Titanic errichtet wurde. Am Abend treffen wir unseren guten Freund Andrew, der vor ein paar Jahren aus Zürich weggezogen ist. Schön war's! Am nächsten Tag ist für uns Ausflugstag. Mit dieser roten Speedfähre fahren wir rüber auf die Isle of Wight nach Cowes. Auf den ersten Blick mag Cowes einfach eine süße südenglische Stadt sein. Doch Cowes ist das Seglermekka schlechthin. Hier dreht sich alles um Boote. Seit 1826 findet hier jährlich die Cowes Week statt, eine Regatta mit 20.000 Besuchern. Das Fastnet-Rennen startet auch von hier. Und genau heute ist eben hier das Round the Island Race mit über 1000 teilnehmenden Booten. Die Yachtbranche ist an jeder Hausecke präsent. Wir erkunden den Ort und beobachten natürlich die Boote, die von der Regatta heimkehren. Und was ganz Cooles hier mitten im Ort, diese Floating Bridge, eine Fahrzeugkettenfähre. Seit 1859 verkehren hier Kettenfähren. Auf die jetzige passen bis zu 20 Autos. Und das war's für heute in Cowes. Wir steigen wieder in den Highspeed-Katamaran, lassen uns zurück nach Southampton kutschieren und erhaschen nochmals einen Blick auf die Boote, die noch nicht wieder über die Ziellinie gekommen sind. Am nächsten Morgen geht es wieder zeitig weiter. Um 8 Uhr legen wir ab. Rückwärts aus der schmalen Gasse bei immer noch starkem Seitenwind. 20 Knoten sind es hier. Wir holen die Segel raus und segeln im Southampton Water mit schön halbem Wind dem Solent entgegen. Es ist wieder mal viel Verkehr. Dieses 400 Meter lange Containerschiff muss ziemlich nahe vor unserem Bug durch. Aufregend ist das. Vor allem mit all den Untiefen im Solent und dem schmalen Fahrwasser. Sobald wir in den Solent abbiegen, wird es ziemlich ungemütlich. Der Wind bläst mit 25 bis 30 Knoten aus Südwest, also genau auf die Nase. Die Strömung läuft in die entgegengesetzte Richtung. Wind gegen Strömung ist immer eine nette Kombi. Die Wellen sind kurz und steil. Das Boot tanzt auf und nieder und kracht immer wieder in die tiefen Wellentäler. Sogar die Bodenbretter rauschen durchs Schiff. Als wir unserem Zielhafen Portland gegen Abend endlich näher kommen, sind wir beide froh. Ich weil der Freifall vorbei ist, und Mark, weil er heute mehrere Stunden den Laden alleine geschmissen hat. Sobald wir in die Landesabdeckung kommen, sind die Wellen vorbei. Ein Segen. Eigentlich wollten wir in den schönen Ort Weymouth, doch dort ist kein Platz frei. Portland ist unser Plan B. Eine gute Marina, aber kein doller Ort. Vor Portland befindet sich ein riesiger Wellenbrecher, sodass im geschützten Bereich kleine Jollen aller Art unterwegs sind. Wir machen in der Marina fest und freuen uns über eine heiße Dusche und was zu essen. Also gestern dieser Ritt von Southampton nach Portland, der war schon nicht ganz ohne. Es waren doch sehr hohe Wellen, weil Wind gegen Strömung und als gestern auch stärkeren Wind gegeben hatte, der dann natürlich Wellen mit sich gebracht hatte. Und ja, war irgendwie ein bisschen anstrengend, weil das Boot natürlich nach vorne, nach hinten, zu den Seiten getänzelt ist und dann teilweise eben auch so von den Wellenbergen in die Wellentäler richtig reingefallen ist. So ein bisschen Waschmaschine und Achterbahn kombiniert. Wir waren also ganz froh, als wir nachher im Hafen waren. Also vor allem der Marc war, glaube ich, froh. Nein, ich war genauso froh, aber an ihm ist so ein bisschen die Arbeit hängen geblieben, weil ich so ein bisschen außer Gefecht war. Und er hat es aber super gut gemeistert. Und ja, als wir dann gestern Abend hier festgemacht haben, so um, ich weiß nicht, 7:30, also wir haben vielleicht 11 Stunden oder so gebraucht, meine ich. Ja, das kommt wahrscheinlich hin. Da waren wir dann ganz froh, haben nur noch schnell was gegessen und uns dann auch mehr oder weniger einfach hingelegt. Und ja, wir haben jetzt auch überlegt, bleiben wir jetzt noch länger hier in Portland oder fahren wir weiter? Und eigentlich würde uns wahrscheinlich ein Tag Pause ganz gut tun, aber der Ort hat halt echt nicht so viel zu bieten. Und der Wind heute ist nicht stark, er kommt natürlich von vorne, aber das ist einfach so. Dann haben wir beschlossen, wir fahren weiter nach Brixham, weil das ist ein süßer Ort und dann bleiben wir lieber dort ein bisschen länger. So, das heißt jetzt mal anziehen und dann los. Vor uns liegt ein weiterer Tag des Kreuzens. Der erste Schlag geht nach Süden, sehr weit nach Süden. Gegen Mittag biegen wir ab mit Kurs West. Der Wind bläst mit 25 bis 30 Knoten. Wir sind jetzt noch etwa 6,5 Meilen direkte Linie entfernt von Brixham. Allerdings kommt der Wind eben genau von Brixham. Wir sind schon seit einer Weile am Kreuzen und ja, wenn wir jetzt so weitermachen, dann dauert das, glaube ich, so lange, dass wir kein Abendessen bekommen. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, wir machen den Motor an. Also jetzt mal Segel rein und Motor an. Bei der Einfahrt nach Brixham fahren wir durch ein Feld mit vielen Mooringbäuen, bevor wir in der Marina am Steg festmachen. Und dann gibt's Essen. Fish and Chips. Sogar in glutenfreier Ausführung für mich. Danach gibt es einen kleinen Verdauungsspaziergang durch den Ort. Brixham ist heute der bedeutendste Fischereiort des Vereinigten Königreichs. Letztes Jahr wurden hier Fisch für 45 Millionen britische Pfund gefangen. Doch nun ab ins Bett, denn morgen steht viel Programm auf dem Zettel. Wir starten den neuen Tag mit einem kleinen Spaziergang durch den Ort. Die Gezeiten sind hier allgegenwärtig, was praktisch sein kann, wenn man an seinem Boot arbeiten muss. Die Ortschaft thront an den Klippen über der Bucht. Hunderte bunte Häuschen schmücken den Hang. Und dann werden wir abgeholt von unseren Freunden Carol und Mike, die hier gleich um die Ecke wohnen. Ich kenne die beiden noch vom Segeln in der Karibik. Genau genommen bin ich mal bei einem missglückten Anleger in ihre Windsteueranlage gefahren, aber wir wurden danach dennoch gute Freunde. Und das sind die beiden auf ihrem Boot. Sie wollen uns heute die Gegend zeigen und holen uns mit dem Auto ab. Mit einem Affenzahn geht es auf der falschen Straßenseite Richtung Dartmouth. In Kingswear fährt zuerst die Dartmouth Steam Railway Dampflok durch, bevor wir zur Fähre können. Oh, just one way, please. We only take your card, I'm afraid. Have you got a card? Then you get your card. Yeah, I'm gonna get my card out. Oh. A single. Oh. Yeah. 670. You're stubborn. Yeah, let's go and give you the receipt now. Oh, that's good. I've got my tenner back. Yeah. Cheers for that. Thank you very much, sir. Die Fähre bringt uns in wenigen Minuten über den River Dart direkt ins Ortszentrum von Dartmouth. Die Hafenstadt hatte für große Segelschiffe eine wichtige strategische Bedeutung. Von hier aus starteten die Schiffe zu den Kreuzzügen von 1147 und 1190 in See. Außerdem ist Dartmouth Stützpunkt der Royal Navy und hier befindet sich ebenfalls das Britannia Royal Naval College, wo angehende Offiziere der Navy ausgebildet werden. Moment, wie war das hier mit der Vorfahrt? Rechts vor links? Nee, links vor rechts. Alles verkehrt rum. Mann, ist das verwirrend. Nach der Querung durch den Ort fahren wir zu einer zweiten Fähre etwas weiter südlich. Just one way, please. Der liebe Mike ist ein Spaßvogel und hier ist dann mal der Ticketverkäufer dran. Are we stopping off at Brixham as well? That's how I wasn't joking. No, we'd love to do something different one day. So what happens during engine failure? Not that it ever happens, eh? It does. Oh, does it? Wait, do you end up chucking the anchor out? Oh, I see. Okay, yeah. Yeah. That's the plan. Then we sit there and wait for someone to come and get us. Oh, okay, right. So in other words, hope it's not late at night when there's no one around. No. No one will answer their phone from the maintenance team. We all do the same thing. If you need anything, give me a ring. You go home, you're like, phone off. Yeah. Na, da haben sich offensichtlich zwei Spaßvögel gefunden. Die Fähre bringt uns also wieder rüber nach Kingswear. Speziell ist, dass die Fähre keinen eigenen Antrieb hat, sondern geschoben wird. Dartmouth gefällt uns so gut, dass wir planen, nach Brixham vor der Biskaya-Überquerung hier rüber zu segeln. Doch es soll natürlich anders kommen. Schon am Nachmittag verspüre ich ein Kratzen im Hals und lege mich abends zeitig ins Bett mit dem Gedanken, dass ich morgen dann wieder fit bin. Leider kriegt Marie die volle Breitseite ab und verbringt die nächsten Tage im Bett. Zum Überqueren der Biskaya müssen wir sowieso auf passendes Wetter warten. Eigentlich hätten wir dabei noch weiter Richtung Westen nach Plymouth und Falmouth gewollt. Jetzt bleiben wir einfach in Brixham, bis es Marie wieder besser geht und der Wind gedreht hat. Ich erkunde also Brixham und Umgebung alleine. Brixham liegt in der Torbay und ist die entspannte und kleine Variante von Torquay, dem Touristen-Hotspot am anderen Ende der Bucht. Zu sehen gibt es viel. Und überall entdeckt man Hinweise auf die militärische Vergangenheit der Region. Die spanische Armada verlor ihre Nuestra Señora del Rosario an den Stränden der Torbay. und die 4. US-Infanteriedivision startete am D-Day von Brixham aus zur Landung auf Utah Beach. Meine Fußmärsche führen mich auf dem Southwest Coast Path entlang der südenglischen Küste. Er ist mit über 1000 Kilometern Großbritanniens längster Fernwanderweg. Früher diente er der Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler. Zu Fuß patrouillierten sie von Leuchtturm zu Leuchtturm und mussten in jede noch so kleine Bucht herabschauen können. Entsprechend atemberaubend sind die Ausblicke, die man erhält. Dem Weg nach Westen folgend verlässt man Brixham der steilen Küste entlang. Man kommt an einem Salzwasserschwimmbad vorbei. Und steigt durch wunderschöne Naturschutzgebiete bergauf, bis man zum Berry Head gelangt, welcher die Torbay in südlicher Richtung abschließt. Links an der Küste liegen lässt man den alten Kalksteinsteinbruch, an dem sich gerne Fischer treffen. Und in dessen Wände Vögel nisten. Oben angekommen steht man, wo früher eine Wallburg stand. Heute ist der Berry Head geprägt von den Überresten einer moderneren Befestigungsanlage. Sie diente dem Schutze der in der Torbay vor Anker liegenden Schiffe. Vom Plateau aus kann man die jetzt winzigen Boote auf dem Wasser erspähen. Und sich danach bei Kaffee und Kuchen erholen. Weiter Richtung Westen biegt man nach einigen Metern Straße wieder ab, rein in die Natur und folgt der Küste auf kleinen Pfaden bergauf und ab weitere 20 Kilometer, bis man in Kingswear ankommt. Vor einigen Tagen noch mit dem Auto besucht, stehe ich jetzt alleine da, den letzten Bus des Tages habe ich verpasst. Also ab in die Dartmouth Steam Railway. Sie verkehrt von Februar bis November täglich bis zu 10 Mal von Kingswear nach Paignton und zurück. Unter Dampf. Mit Maschinen aus vergangenen Zeiten. Über mächtige, geschwungene Steinbrücken, die seit über 160 Jahren das Landschaftsbild prägen. Entlang der malerischen Küste Südenglands. In Brixham scheint die Zeit stillzustehen. Kein Zeichen von Hektik. Weit entfernt das Pfeifen der Dampflokomotiven, das Lachen der Möwen und das Klappern der Fallen im Mast. Überall Reisende, die gar nicht mehr weiter wollen. Seemänner, die rausfahren, um dann schnellstmöglich wieder zu ihren Familien heimzukehren. Nur die Gezeiten erinnern daran, dass die Tage vergehen und sich die Welt weiterdreht und auch wir bald weiter müssen. Eine Woche waren wir nun hier in Brixham. Jetzt geht es weiter. Das Wetterfenster für die Biskaya-Überquerung ist fast perfekt und hält nur noch 5 Tage an. Achterlicher Wind? Eher zu schwach als zu stark. Wir müssen los. Doch vor dem Durchstarten machen wir einen Halt bei der Tankstelle. Die Tanks sollten für die Biskaya auf jeden Fall voll sein. Und dann geht es raus, vorbei an den Robben, die hier entspannen. Oh oh. Jetzt fängt es bei Marc auch noch an. Wir passieren Berry Head, wo ich dir eine Wanderung unternommen hatte. Dann ein absolutes Highlight, auf das wir die ganze Zeit gehofft haben: Delfine. Gegen Abend nimmt der Wind etwas zu, sodass der Motor nachts ausbleiben kann. Wir müssen heute Nacht zwar nicht direkt durch ein Verkehrstrennungsgebiet, aber durch die virtuelle Verbindungslinie zwischen zwei Verkehrstrennungsgebieten, und da ist natürlich ebenso viel los. Doch wir teilen uns die Wachen ganz gut auf und ein Rundumblick alle 15 Minuten reicht. Als die Sonne aufgeht, haben wir etwa 150 Meilen geschafft und die Ile d'Ouessant ist quer ab. Das Segeln ist entspannt. Ja, so schnell können sich Pläne ändern. Die Kurzvariante von der Geschichte ist, dass Marc und ich heute Morgen ungefähr um 9 beschlossen haben, wir fahren Richtung Brest und nicht über die Biskaya. Die lange Geschichte dahinter ist, ich war jetzt eigentlich eine Woche lang krank. Also wir waren in Brixham, lagen wir jetzt eine Woche, und ich habe davon 5 Tage im Bett verbracht und ich glaube 2 Tage, naja, nicht im Bett, aber gut ging es mir auch nicht. Und der Marc hat jetzt auch, bei ihm hat es jetzt angefangen, dass er auch so ein bisschen angeschlagen ist. Und im Prinzip geht es mir schon wieder viel, viel besser als vorher. Aber ich bin dennoch nicht ganz fit. Und nachdem wir jetzt die erste Nacht gemacht haben, also wir sind schon losgefahren in Brixham mit dem Gedanken, hey, wir haben immer einen Plan B, den wir nehmen können, wenn wir merken, es geht nicht. Und wir haben dann heute Morgen einfach drüber gesprochen und festgestellt, so richtig wohl fühlen wir uns beide irgendwie nicht mit dem Gedanken, weil wir halt nicht hundertprozentig fit sind. Und ja, dann ist es zwar eine Entscheidung, die uns schwer gefallen ist, aber ich denke, es ist schlussendlich gute Seemannschaft, da dann einfach zu sagen, nee, jetzt lieber den Plan B verfolgen. Ja, und deshalb haben wir dann Kurs Brest aufgenommen und sind jetzt noch bei den letzten Meilen hier in dem immer schmaler werdenden Kanal. Und ja, ich glaube, wir sind zwar ein bisschen traurig natürlich auf der einen Seite, dass jetzt Biskaya nicht geklappt hat, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die bessere Entscheidung. Und ja, jetzt ist sowieso, dadurch, dass sich unsere Abfahrt immer weiter nach hinten verzögert hat, ist auch das Wetterfenster immer kleiner geworden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, wie es ist, und wir machen das Beste draus. Und so setzen wir nach Rücksprache mit dem Eigner mit einem weinenden Auge Kurs nach Brest. Die letzten Meilen ziehen sich entlang malerischer Landschaft bei traumhaftem Wetter, mit Leuchttürmen, imposanten Klippen und vielen Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Marie ist froh, dass es ihr endlich wieder besser geht. Dennoch wird sich der Entscheid gegen die Überquerung als absolut richtig herausstellen. Aus meinem Kratzen im Hals wird sich am nächsten Tag hohes Fieber entwickeln und ich werde die folgende Woche komplett außer Gefecht im Bett verbringen. Gegen 17 Uhr am Nachmittag treffen wir im Hafen ein und sind heilfroh, festzumachen und ins Bett zu fallen. Am nächsten Tag reisen wir mit unseren Kassetten und Schallplatten im Gepäck wieder nach Hause, um uns dort auszukurieren. So endet unsere Zeit an Bord sehr abrupt. Immerhin konnten wir das Boot wieder in die EU und in eine gut zugängliche Stadt bringen. Schade, dass wir nicht bis nach Portugal gekommen sind. Aber die Sicherheit der Crew und des Boots geht vor. Auch wenn eine Einhandüberfahrt bei dem Wetter ohne Probleme möglich gewesen wäre, mich dabei auch noch um Mark kümmern müssen, wäre ein unnötiges Risiko gewesen. Es ist eben nicht nur wichtig, immer einen Plan B zu haben. Man muss sich auch im richtigen Moment eingestehen können, dass Plan B angesagt ist. Doch wir hatten eine tolle Zeit. Gestartet mit einem Non-Stop-Trip von Friesland bis nach Brighton, Aufenthalte in Southampton, Cowes, Portland und Brixham. Knapp 800 Meilen haben wir gemacht. Dabei alte Freunde wiedergesehen, neue Lieblingsplätze entdeckt, unsere Plattensammlung erweitert, traumhafte Sonnenauf- und Untergänge gesehen und nicht zuletzt einige Meeresbewohner getroffen. Danke, dass ihr dabei wart. Und auch ein großes Danke an unsere Patrons und Bierspendierer. Ohne euch würde es nicht gehen. Ahoi und bis zum nächsten Mal.